Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum vorletzten Türchen des Westin Fishing Adventskalenders. Ich muss mal schauen, wo ich den hier versteckt habe. Ich glaube, das war auch ein großes. 19, 7, 23, da ist es. Der rein, der herein. So. Mal schauen, ob wir da heute nochmal was Spektakuläres haben. Oh ja, das ist schwer. Oh, ihr seht schon, ist echt kalt hier in der Werkstatt. Ey, ich habe schon echt Eispfoten. Habe jetzt zwar vorher den Lüfter angemacht, aber so bei draußen irgendwie minus 3 Grad ist es auch in so einem Gartenhäuschen hier nicht wirklich warm. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen, wie wir das hier ein bisschen schneller warm kriegen fürs nächste Jahr. Genau, so. Also es ist ziemlich schwer auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da heute haben. Aber es ist auf jeden Fall kein Hardbait. So viel kann ich, glaube ich, schon mal als Entwarnung geben. Das ist eine Packung. Oh ja, die sind aber groß. Das ist nochmal der Creek Craw in 14 cm oder 5,5 Inch. Da sind tatsächlich nur zwei Stück drin. Ich glaube, so eine großen Krebse habe ich fast noch nie gesehen. Die sind ja wirklich riesig. Alter Verwalter. Wie er aussieht. Oh, die riechen einfach toll. Ich gehe jetzt gleich rein und mache mir einen Fenchelanis. Kümmeltee. Ja, also cool sind die schon. Also ist aber natürlich eher jetzt hier schon. Also ich weiß nicht, ob es noch Barsche gibt, die fressen. Die sind auch wirklich ganz schön groß und ganz schön massiv. Aber da würden bei mir wahrscheinlich im See, wo ich mit den kleineren Krebsen auch regelmäßig Hechte fange, wahrscheinlich auch vielleicht mal ein paar größere Hechte drauf gehen. Vielleicht probiere ich das tatsächlich mal aus. Die sind auf jeden Fall UV-aktiv, sieht man hier schön. Also von unten. Außer die kleinen Fühler, die haben sie jetzt nicht zweifarbig hinbekommen. Ja, irgendwie ganz cool. Also so eine großen Krebs habe ich auch noch nicht gehabt. Ich glaube, ich hatte mal von Mans diesen ganz großen. Ich weiß nicht, aber das ist eher weniger, glaube ich, ein Krebs. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie er hieß. Das war sowas Ähnliches und noch ein paar Nummern größer. Aber so einen echten Krebs, das ist tatsächlich hier der größte Krebs, den ich bisher hatte. Oder die größte Packung mit zwei Riesenkrebsen drin. Genau, ja. Dann auch hier morgen großes Finale und... Bin gespannt. Ja. Dann bis später. Macht's gut. Schönen Abend noch. Euer Lemmy.